Kommen wir zu den aktuellen Problemfeldern. Ich habe mal die wichtigsten rausgegriffen, um die zu reflektieren. Das eine natürlich ganz klar Preisblasen. Und Sie wissen das, Volkswirtschaft, erstes Semester, ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und deswegen, man sieht ja mal sehr schön dargestellt auf der Zeitachse verschiedene Preisblasen, die man gesehen hat. Also man hat jeweils einen Vermögenswert genommen. Ich fange hier mal an, das ist der Goldpreis pro Unze. Den hat man auf 100 normiert, damit man es immer auch schön vergleichen kann, also indexiert. Und dann sehen Sie im Endeffekt, Gold hat sich quasi im Preis verfünffacht. Dann ist damals dann die Preisblase geplatzt und der Wert hat sich wieder massiv reduziert. Ja. Dann hatten wir damals in Japan große Euphorie. Der japanische Aktienmarkt, gemessen am Nikkei, hat sich verfünfeinhalbfacht, fast versechsfacht. Die Blase ist geplatzt. So. Und das haben wir jetzt eben hier für verschiedene Märkte und hier sehen wir es auch nochmal im Rahmen der Finanzkrise. Es war ein Index, der Aktien aus dem US-Immobilienmarkt zusammenfasst. Auch da sehen Sie, große Blase, massiver Kursanstieg ist geplatzt. Und aktuell das hier in grün, das ist der Dow Jones Internet Commerce Index. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch eine Preisblase ist, aber man muss natürlich sich mal die Frage stellen, ob auch für vernünftige Geschäftsmodelle heute Preise bezahlt werden, die vielleicht etwas zu viel Euphorie hier beinhalten.